Davy Jones spinnt. Hey, Banjo. Da unten kann ich einen Puzzler sehen. Sehen wir mal nach. Fürst von Fuck Fuck. Okay, was für ein krasser Name. Was? Wer wagt es, Fürst von Fuck Fucks Ruhe in seinem beunruhigend engen Schrank zu stören? Keine Ahnung, wir bringen nur die Post zu Fürst Fuck Fuck. Lüg mich nicht an! Du wolltest mein Puzzler stehlen und mein Heim austrocknen, damit ich am Boden liegen bleibe, jämmerlich mit den Flossen schlage, verschrumple und sterbe, oder? Etwas in der Art, ja. Dann erwartet dich ein nasses Grab. Oh, shit. Und damit willkommen zurück bei Let's Play Banjo-Tooie. Hier im Spind befindet sich also tatsächlich der Boss. Ich hatte ja gedacht, dass er sich eher in dieser tiefen Tiefdruckhöhle befindet, aber nee, da war nur ein Minispiel, das haben wir im letzten Part geschafft, war sogar sehr einfach. Und jetzt kommt der Boss! Muss man das dann nicht als U-Boot machen? Weil ich meine, ich sehe hier auch ein paar Eier rumliegen und so, ne? Theoretisch hätte man den Spind vielleicht auch mit Bombeneiern aufgekriegt. Okay, ich frage mich gerade, kann ich ihn denn dann überhaupt als U-Boot machen? Kommt aufs Gleiche raus, oder? Was muss ich überhaupt machen? Da leuchtet was. Ich habe keine Ahnung. Entweder in sein Maul schießen oder auf diese leuchtenden Schuppen schießen. Er hat mir ja keinen Tipp gegeben. Vielleicht auch auf die Lampe. Nö. Bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt gerade. Und ist es besser, in Third Person zu spielen, oder sollen wir so machen? Wo ist denn diese leuchtende Schuppe gerade? Ich sehe die nicht. War die auf der Seite? Ja. Okay. Aua! Meine schönen Beulen! Wie, wo, was? Also ich weiß jetzt nicht, weswegen er das Leben verloren hat. War das jetzt wirklich wegen dieser Schuppe, oder? Oh, Vorsicht. Er greift mit Elektroattacken an. Ach ja, je, Leute. Also ein Unterwasserlevel ist ja an sich schon schwierig und nervig genug, aber ein Unterwasserboss, der hat's dann schon in sich. Okay, wir müssen tatsächlich seine Schuppen treffen, die leuchtenden. Habe ich gerade richtig gesehen, dass da Blut rauskam? Wow. Die Wunde sieht auch extrem eklig aus. Wie so ein ausgedrückter Pickel, wo noch eine Menge Blut mit rauskommt. Ja, okay, es erscheint anscheinend immer auf einer Seite eine leuchtende Schuppe und die müssen wir abschießen. Das dauert zwar ein bisschen, aber ich sag mal so, schwierig ist es nicht. Also zumindest ist es sehr einfach, seinen Attacken auszuweichen, ihn zu treffen. Ja gut, das ist natürlich eine andere Sache, aber der hat gesessen. Vermutlich wechselt das immer. Einmal die Seite, dann die andere. So, jetzt bewegt er sich leider, deswegen muss ich da schauen, wie ich jetzt ihm den Weg abschneide. Also eins steht fest, es wird nicht mein Favorite Boss. Dazu finde ich das einfach zu nervig hier. Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass der Bosskampf in der Unterwasserwelt an Land stattfindet, aber man hat schon relativ schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Wo ist denn jetzt die leuchtende Schuppe? Bin ich blind? Irgendwie ist man sehr langsam, trotz des U-Boots. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist der Kampf einfacher mit Banjo und Kazooie. Andererseits, als U-Boot hat man halt unendlich Munition, ne? Das dürfte ein Vorteil sein, aber ich schätze, dass man tatsächlich als Banjo und Kazooie etwas schneller ist. Oh, Mann! Komm, ich wechsle mal in die Third-Person-Ansicht. Das geht ja jetzt so nicht weiter. Ich muss ihn auf der richtigen Seite erwischen. Wo ist deine Schuppe? Nee, da nicht. Boah, Leute, ey. Also dieser Boss macht einen wirklich wahnsinnig.
Der dreht sich immer mit Absicht so hin, dass du auf der falschen Seite bist. Aber schneller schwimmen wie jetzt kann ich nicht. Das müsste jetzt hier sein, oder? Nee, komm, wir bleiben in der Ansicht. Das ist besser. Komm, treff ihn, Banjo! Nein! Doch! Hat gezählt, noch ein Leben. So, jetzt die Seite hier. Wo ist die Schuppe? Da hinten, am Arsch. Nein! Nicht getroffen. Schwimm, 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 schwimm! Und gib ihm! Ja, hier, komm, komm, gib ihm! Treffer und versenkt! Au! Habt ihr keinen Anstand, einen armen blinden Fisch zu schlagen? Mit offenen Augen sehe ich vielleicht besser. Hm? Oh nein, er lebt noch. Dieser abgefuckte Fuck-Fuck. Der Name ist schon witzig. Hat er die ganze Zeit die Augen zu? Ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich jetzt auf die Augen schießen oder was? Schaut so aus. Ah, bitte nicht meine Augen! Ach, fucky, fucky. Sei mal lieber leise hier. Sonst tut's noch mehr weh. So, aber seine Augen zu treffen sollte doch deutlich einfacher sein als die Schuppen, oder? Ich meine, er schaut einen ja auch immer direkt an. Okay, gut, er bewegt sich und will selbst angreifen, aber es müsste trotzdem schneller gehen. Ich meine, er hat nur noch zwei Leben. Doch, doch, das ist einfacher. So, immer ein bisschen davon schwimmen, damit seine Elektroattacke daneben geht. Und dann macht's zack, bum, 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 bum. Stirb! Wieso zählen manche Treffer eigentlich nicht? Ich habe ihn jetzt mindestens schon 20 Mal auf den Augen erwischt. Und dennoch will er nicht abkratzen. Ich kann mich gerade auch gar nicht bewegen. Ich glaube, ich stapp mir mal lieber hier hinten die Honigwabe, bevor ich jetzt noch sterbe. Weil das geht gar nicht. Honigwabe. Danke. So. Jetzt aber. Was ein nerviger Waschlappen. Fuck, fuck. Verflucht! Das Ganze scheint sich auf den Kopf zu stellen. Ein schmachvolles Ende für meine 100-jährige Tiefseetyrannei. Ja, tut mir ja auch sehr leid. Aber wir brauchen nun mal das Puzzlo, mein Lieber. So. Das waren... wie heißen die? Lampenfisch? Nein, Anglerfisch. Anglerfisch. Wobei Lampenfisch klingt auch gut. Hör bitte auf damit! Ich bin tot und habe keine Puzzlos mehr. Ja, ja, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Hauen wir ab. Das Interessante ist ja, in Donkey Kong Country 2 gab es ja auch einen Anglerfisch, nur der war lieb. Und der hier, der ist böse. So als kleine Randinfo. Nun gut, das wäre erledigt. War jetzt, wie gesagt, nicht mein Favorite-Boss. Sehr, sehr ätzend das Ganze, aber er ist down und wir können uns nun weiter umsehen in der Unterwasserwelt. Es gab da doch irgendwo noch einen Bereich, den ein Oktopus abgedeckt hat, aber ich fürchte fast, wir müssen uns erstmal zurückverwandeln. Ja, das machen wir jetzt auch. Deswegen teleportiere ich mich zurück nach Atlantis und werde mich bei Wumbas Wigwam zurückverwandeln. Ja, und wenn ich dann schon mal hier in Atlantis bin, dann sollten wir vielleicht auch den letzten Tempel mal auskundschaften. Der, bei dem wir den Code eingeben müssen. Der hier nämlich. So, aber wie gesagt, erstmal zurückverwandeln. Wo war denn jetzt bitte Wumba? Hier. Ist immer manchmal ein bisschen schwierig zu finden, aber langsam habe ich den Dreh raus und die Welt im Kopf. Wir dürfen auch nicht vergessen, eine Cheeto-Seite befindet sich noch in einem durchlässigen Fisch.
Genauso wie eine leere Honigwabe. Aber das holen wir uns dann bei Zeit. Wo ist der Eingang? Ich hoffe sehr, dass das die nervigste Welt in dem Spiel ist. Weil die bisherigen drei waren eigentlich ganz okay. Ich meine, gut, die finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber sie ist halt für die Orientierung und so eher ätzend. Es ist so eine typische unbeliebte Wasserwelt, würde ich fast sagen. Oder wie seht ihr das? Schauen ja viele zu, die das Spiel schon kennen. Mögt ihr die Welt? Gut, ihr habt den Vorteil, ihr wisst, was noch kommt. Ich nicht. Gerade gegen Ende erwarte ich eigentlich schon noch eine ätzende Welt, aber ja. Jetzt mal abwarten. Erstmal das Rätsel mit den Meerjungfrauen lösen. So, ich habe das schon gesehen, die haben alle so ein Zeichen. Ich würde mal sagen, da müssen wir reinschießen, oder? Ist egal mit was? Keine Ahnung. Gucken wir erstmal, ob der Code so kurz ist, dass man ihn sich merken kann. Wird schwierig. Ist das ein Hufeisen oder ist das ein Ohm? Ist ein Ohm, ne? Weil das rechts daneben ist Pi. Dann kommt Dreieck, Welle, Ohm, Pi. Okay, dann merken wir uns mal Pi. Quatsch. Ohm, Pi, Dreieck, Welle. Ohm, Pi, Dreieck, Welle. Wo ist Ohm? Da ist Pi. Natürlich genau da, wo ich war, aber nicht drauf sehen konnte. Sprich, hier. Ja, man muss reinschießen. Sehr gut. Macht Sinn, weil man ja auch die Fähigkeit in dieser Welt bekommt, unter Wasser schießen zu können. So, Ohm, Pi, dann Dreieck. Treffe ich das von hier aus? Ja. Welle. Dann nochmal Ohm. Und das letzte weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nochmal Pi. Okay. Ja, der war voll daneben. Was zum... Jetzt triff doch! Yes! Warum ist da ein Haifischzeichen auf der Tür? Oh oh. Da kriege ich es ja schon ein bisschen mit der Angst zu tun. Wo war denn das jetzt eigentlich? Ah, da. Der hat nur Eier? Ja. Der hat nur Eier, okay. Hallo? Fischdom. Alles klar. Hallo? Wer bist du denn? Hallo, du. Oh, hi. Ich heiße Cross. Cross? Klingt nicht sehr nach Schwein, oder? Eigentlich heiße ich Cross... Ah, verstehe. Was tust du hierher, Braten? Ich mache Urlaub und versuche, diese wundervollen Zeichnungen an den Wänden zu fotografieren. Und klingt faszinierend. Ja, das ist es, aber da sind diese verfressenen Fische. Hast du keine Harpune? Ich hatte nur genügend Dublonen für diese Superkamera. Vielleicht könntest du mich beschützen, während ich da unten bin? Ja, natürlich, mein Freund. Auf den Malediven bin ich mit meiner GoPro auch schon an Haien vorbeigeschwommen. Also gut, wenn du mir dann nach unten folgen könntest. Nichts leichter als das. Damit habe ich schon Erfahrungen. Nur dem seine Kamera dürfte um einiges schlechter sein als meine GoPro Hero 4.
Mich wundert es gerade sowieso, dass es damals schon Unterwasserkameras gab. Wow. Ich hoffe, du bist soweit und da kommen sie. Ach du Scheiße. Okay, 60 Sekunden müssen wir ihn jetzt beschützen. Das wird bestimmt nicht einfach. Natürlich kommen sie von allen Seiten. Boah, das wird echt nicht einfach. Alter. Eigentlich müsste ich mir irgendwo einen Platz suchen, wo ich dann versuche, von weiter weg die Viecher zu töten. Aber gerade wenn hier einer spawnt, ja, habe ich ein Problem, weil den kann ich von hier aus nicht treffen. Scheiße. Oh, das sind so viele. Noch 20 Seeks. Komm, das müssen wir schaffen jetzt. Genau bei mir war einer. Und jetzt natürlich da. Hau ab, Mann! Okay, ich hab ihn, aber jetzt habe ich nicht mehr so eine gute Sicht. Ich wusste, dass da einer ist. Oh, ich habe ihn noch erwischt! Ich habe ihn noch erwischt! Der hätte ihn sonst getötet! Ja, Mann! Das war so ultra knapp! Ich glaube, ich gehe wieder an die Oberfläche. Ich habe super Bilder gemacht. Oink! Das ist schon ein bisschen pervers, oder? So ein fettes Schwein. In einem Käfig. Mit dem Namen Cross gebraten und dann von Haien umzingelt. Ich habe richtig tolle Bilder gemacht. Vielleicht hast du Interesse an diesem Ding hier? Ja, aber sowas von, Alter. Danke. Tja, ich lasse diese Bilder jetzt entwickeln. Oink. Gab's damals echt schon Unterwasserkameras? Crazy shit. Yo, Leute, dann läuft's ja mittlerweile bei uns eigentlich ganz gut, oder? Ich überleg gerade, womit machen wir weiter? Wir können uns die leere Honigwabe holen. Und den neuen Bereich erkunden. Da müsste dann auch der letzte Teleporter sein. Apropos Teleporter, den könnte ich auch jetzt gebrauchen. Da ist er. Warte, waren wir eigentlich da schon drin? Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier in Atlantis schon alles gesehen haben. War ich da schon drin? War das das, wo ich den Move gelernt habe? Ich glaube schon. Ja, sorry, wir waren hier schon. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Da sind so viele Eingänge, ne? Kannst du schon mal was übersehen? Okay, jetzt also zurück zu den Spinden. So. Teleporter. Warte, was ist das denn? Da glitzert ja sogar was. What the fuck? What the fuck? Okay, wie asozial versteckt war das denn bitte? Lol. War jetzt auch mehr Glück als Verstand, ne? Oh man, dieses Game. Ja, aber das heißt, wir haben jetzt alle Honigwaben. Haha. Dafür noch keine einzige Cheeto-Seite. Lel. Na, komm, gib her, gib her, gib her. Komm schon. Pieks. Mach Pieks. Mach Pieks. Hat er mich gerade verletzt? Zum... Ich kriege ihn nicht zu fassen. Wo ist er denn? Och, Mann. Ich hab's verschissen. Nochmal. Das ist aber auch einfacher, als es aussieht. Zum Teufel, ich habe ihn doch jetzt voll getroffen. Mann, und wenn du ihn einmal nicht erwischst, dann hast du keinen Überblick mehr. Mann, verpiss dich doch, du scheiß Kugelfisch, ey! Jetzt! Endlich!
Bei keinem dieser Fische gab es ein derart großes Problem wie bei dem hier. Jesus Christ. Werfen wir mal einen Blick auf die Statistik. 6 Puzzleteile, alle Noten, ein Jinjo fehlt, keine Cheeto-Seite, wobei ich natürlich auch weiß, wo eine ist. Nee, wo 2 sind, tatsächlich. Aber ich kann wahrscheinlich nur an eine rankommen. Und ja, weiß ich nicht, ob es noch irgendwas gibt. Ich würde fast sagen, wir werden die Welt bald verlassen. Hier in dem Bereich wird es jetzt hoffentlich noch ein Puzzle geben. Weil das müsste mich irgendwo hinführen, wo ich noch nicht war. Schnell. Ja, das sieht gut aus. Ein Schiff. Okay. Ah, seht mal da. Und da ist eine Jinjo-Truhe gewesen. Ich schau gleich, was es damit auf sich hat. Erstmal das öffnen. Können wir die irgendwie aufmachen? Jo. Es ist wieder ein schwarzer Jinjo. Alles klar. Ja, dann bin ich jetzt am Überlegen, wo lang? Gehen wir erstmal da rein. Was ist da? Ah, hier ist der Teleporter. Aber hier muss doch noch irgendwas sein, oder? Ich meine, warum teilt sich der Weg auf? Schauen wir mal, vielleicht ist das hier eine Verbindung zu irgendwas anderem. Hä? Schon wieder ein Kraken? Oder sind wir von da gekommen? Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Ja gut, dann wisst ihr was, gehe ich vielleicht erstmal hier in das Schiff rein. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht ein Minispiel ist. Wasserversorgung. Klunkerkluftmine? Was? Kann man das auch vereisen? Sehr gut. Ah, ich kann mir sogar denken, wo wir jetzt rauskommen. Ihr auch? Da bei diesem Wasserdepot-Geschichten-Dings, wo auch ein Jinjo war, den man zwar sehen konnte, aber nicht einsammeln konnte. Stimmt's? Ja, so ist es. Ein grüner. 4 von 5. Ja, geil. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, komplettieren wir jetzt einfach diese Welt hier, oder? Denn mittlerweile haben wir die Fähigkeiten, die dazu nötig sind. Trennplattformen und so. Ich muss nur mal schnell den Part beenden und dann im nächsten Part werden wir die Klunkerkluftmine zu 100% abschließen und vielleicht auch mal die erste Welt abschließen, weil ich glaube, das können wir auch schon längst machen. Oh nein, mir fällt gerade auf, wir können die Klunkerkluftmine doch noch nicht zu 100% abschließen, weil da oben ist ja ein Puzzleteil, für das wir bestimmte Stiefel brauchen, diese Springstiefel. Die können wir noch nicht verwenden. Aber wir können trotzdem ein Puzzleteil einsammeln. Und das werden wir auch tun. Genau, dann haben wir hier 9. Und, ja, kehren halt dann wieder zurück zur Wasserwelt, würde ich sagen. Wie dem auch sei, Daumen hoch, wenn nett. Wir sehen uns bald wieder bei Banjo-Tooie. Ciao.